Moin Leute, willkommen zurück zu Super Mario Galaxy 2. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie ihr hier vielleicht schon unschwer erkennen könnt, wenn ihr die letzte Folge am Ende auch gesehen habt, ist Luigi hier schon wieder weg. Der ist schon wieder verschwunden. Der wird wahrscheinlich schon Powerstern suchen. Deshalb folgen wir direkt mal seinem Beispiel. Ne? Und suchen auch wieder nach einem Powerstern. Wobei wir ja schon wissen, wo wir hin müssen. Oder hingehen. In die Flammenwandlergalaxie nämlich. Sieht auch schon so aus, als könnte ich schon in die Röhre gehen. Die da rechts ist. Ich glaube, ich kann das die Blockade schon aufmachen. Auf jeden Fall hole ich mir trotzdem erstmal die anderen Sterne hier noch, die noch möglich sind. Zum Beispiel den ersten aus der Flammenwandlergalaxie, wie eine Wolke im Wind. So, da wir das letzte Mal schon gesehen haben. Ach, das ist Luigi. Komm, dann laden wir doch direkt mal an. Hallo Bruderherz, wieder auf der Suche nach Powerstern? Ich kann dich ablösen. Wenn du möchtest, kannst du als Luigi spielen. Ja, das werde ich auch direkt mal machen. Mario hat sich mal eine Pause verdient. Auf geht's, Luigi. Diese Melodie immer. So, auf geht's, Luigi. Ich glaube, du bist hier schon der Richtige, weil du halt wieder höher springen kannst, ein bisschen als Mario. Glaube ich. Ja, der kommt schon höher. Und er rutscht dafür halt wieder. Alles wie gehabt, wie im ersten Teil, glaube ich. Habe ich da kurz angeschnitten gehabt, als ich ihn freigespielt habe. Guck mal, er kommt da einfach so rüber. So, ich hole mir jetzt aber den maximalen Kraftpilz trotzdem da drüben. Ich wette. Schafft er das so? Bestimmt. Aber locker. Das auch? Ja, sowieso. Ach, hier im Borku wieder. Ja, okay. Wieder mit dem Aufwind hier. So, habe ich alles. Ey, ich komme nicht mehr hoch. Stellteil lassen wir auch nicht hingehen. So. Einmal drehen hier. Ach guck, die Wolke verschwindet auch so irgendwann. Und ich mach mal jetzt mal noch eine Stampfattacke, um die Wolke da wegzukriegen. Bin halt in den Gift geflogen. Vielleicht erinnert ihr euch. Ansonsten guckt euch gerne an, auf jeden Fall nochmal, oder holt's nochmal nach. Da habe ich mich auf jeden Fall sehr dämlich angestellt. So, da haben wir doch wieder so ein. Ja, boah, ist das nicht scheiße. Dass man halt immer, wenn man sich dreht, auch wenn man da so ein Portal will. Oh, Treffer. Ich meine, alle ganz. Aua, ey. Also geht's besser. Also wollten wir jetzt auch ein bisschen langsamer zu Fuß, muss ich sagen. Okay, ein One-Up habe ich doch. Habe ich zwei, krieg ich doch eins, ich weiß gar nicht. Halt die Schnauze, Kollege. Ich bin nicht auf den Sack. So, hier müssen wir auch wieder rüber segeln. Mit der Wolke. Oh, da unten ist er noch was. Geil. Guck mal, hier mit der Wolke wieder hoch, okay. Dann braucht auch wieder nur zwei an sich. So, mit dem Block, keine Ahnung, was da drin ist. Da wird nichts Wichtiges drin sein. Sternteile oder Münzen eben. Vorsicht bei den Dornen. Ja, okay, einfach an der Wand direkt hoch und dann geht's schon. Ach, warte mal, wo ist die Kometenmünze? Wo geht's jetzt rein? Ich dachte, die da oben ist. Scheint nicht so zu sein. Fuck. Oh, geschafft. Boah. Wow, das war knapp. Oh, toll. Und tschüss. Das hat mich irgendwie erwischt, keine Ahnung wie. Gut, dass wir einen Checkpoint hatten. nee, ich mach keinen Wandsprung, da fliege ich nur in die Dornen rein. Macht keinen Sinn. Unterspringen, Wind trägt. Kannst mich mal. Alter! Hier oben, One-Ups oder was? Nur. Warte mal. So halt, ne? Ah, okay, hier bin ich richtig.
Alter. Ist da rechts was? Ich rutsche nicht so weit. Achso, ne, ich muss hier hoch wahrscheinlich. Aber ich höre schon den Stern, ich habe die Kometenmünze nicht. Wo ist die denn? Ach, da ist er doch. Komm schon. Sehr gut. Geschafft. Ich sehe echt ganz am Ende da irgendwo versteckt, ey. Gibt's doch gar nicht. Na gut, den Stern haben wir. Luigi fliegt sogar zurück mit dem Powerstern. Auch interessant. So, die Kometenmünze haben wir. Ein Geist ist aufgetaucht in Pflaumenwandlergalaxie. Was hat es denn damit auf sich? Oh, was ist da? Ach, die Kometenmünzen werden jetzt endlich aktiv. Sehr gut. Ein Schabernack-Komet ist aufgetaucht. Na, endlich. Ein Schabernack-Komet ist aufgetaucht. Die Schabernack-Kometen verwandeln Galaxien, sodass du sie teilweise gar nicht wiedererkennst. Aber klar doch, du hast ja auch schon fleißig Kometenmünzen gesammelt, nicht wahr? Je mehr dieser Kometenmünzen du findest, desto mehr der ominösen Schabernack-Kometen tauchen auf. Du kannst nun also endlich damit beginnen, die Powersterne der Kometen zu sammeln. Wir zählen auf dich, Steuermann. Bruderherz, lange nicht gesehen. Ich brenne darauf, neue Abenteuer zu erleben. Also lass mich dir ruhig helfen, wenn du mich das nächste Mal da draußen siehst. Bis später, Bruderherz. Okay, Luigi ist wieder weg. Gut zu wissen. Ich hätte jetzt eh wieder zu Mario gewechselt. Das Spiel wurde auch gespeichert. Empfehlung schreiben. Wow, du hast den Powerstern der Honigblütengalaxie gefunden. Nicht schlecht für eine junge Biene. Wir hatten schon lange danach. Achso. Wie viel hab ich da schon gehabt? Noch die Weltenkarte nutzen, meine Gott, nicht doof. So, auf zum, wie heißt es hier, zur Stern-Yoshi-Galaxie, zum Schabernack-Kometen. Na, da ist er. Auf geht's. Kometenalarm. Das Stachy-Problem ist wieder da. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Achso, ich habe einen Regenbogenstern. Das ist quasi ein roter Komet. Wenn man an den ersten Teil denkt, halt alles auf Zeit, der gleiche Scheiß. Die auf trotzdem auf mich zugegangen kommen, ne? Na? Das wird knapp. Mario, zoll die doch mal weg. Geschafft oder muss ich den Stern noch Feuer holen? Innerhalb der Zeit. Nee, Zeit nimmt es weg, okay. Dann habe ich den Stern also. Der Nummer 30, geil. Galaxie komplett, okay, ihr seht da. Jetzt kommen so langsam die kompletten Galaxien. Dann ist da in der Pflaumenwandlergalaxie einer aufgetaucht. Ach du Scheiße. Spiel gespeichert. Ja, die holen wir jetzt aber alle, wenn die nacheinander kommen.
Auf geht's! Düster Schatten der Schwebegärten. Oh nee, bitte nicht den Mist mit Schatten Mario nochmal. Oh doch. Okay, aber ein bisschen anders. Ich habe keine Wolken hier. So wie es aussieht. Hier ist wieder wie in dieser Sternstock-Galaxie da im ersten Teil. So, was ist das halt hier? Wo sind sie denn, die Schatten Marios? Da kommen sie. Verdammt, ey. Die hab ich auch jetzt gerade richtig Bock. Was ist da das eigentlich? Okay, jetzt geht's direkt darüber. Hier wird jetzt was zum Wandsprung kommen, ja, sag ich ja. Oh oh. Scheiße. Weg hier, ganz schnell. Die sind kaputt. Die sind K.O. Kommt jetzt hier nochmal welche? Ich hoffe nicht. Doch, da kommen welche, ey. Krass. Jetzt sind sie weg. Okay. Okay, war gar nicht so stressig, wie ich dachte. Aber ich hab's euch gesagt, es werden Powersterne kommen, in denen die noch richtig lästig werden. Und so langsam kommen sie auf diese Sterne. So. Wirbelbohrer-Galaxie. Direkt der nächste Komet. Ja, die werden jetzt wahrscheinlich alle nacheinander kommen. Weltenkarte Welt 2. Ne, Wirbelbohrer ist sogar Welt 1, oder? Ja, stimmt. Ich war gerade bei der Bröselbrock-Galaxie, nicht bei der Wirbelbohrer. Sorry, mein Fehler. Risikokomet, diese bösen Borpedos. Die heißen echt Borpedo. Ach nee, nicht ernsthaft, oder? Gegen den Stelzbuttler. Mit einem Ding nur. Ach du Kacke. Da kann ja was werden. Gut, machen wir, wa? Bisschen wir durch. Vor allem ich jetzt, aber. Scheiße. Ein bisschen zu schnell. Kannst du direkt da bleiben, Kollege? Naja, hau die mal raus, die Dinger. Komm noch ein. Ich warte nur darauf, dass du angreifst, Kollege. Zack, zweite Treffer. Der war schon knapp, muss ich sagen. Nein. Echt jetzt? Ich bin zu früh gesprungen. Scheiße. Und nochmal von vorne. Die Musik ist aber geil, muss ich sagen. Bam! Erster. Am besten bleibe ich gar nicht da stehen in der Mitte, wenn die kommen. Ja, ist das Beste, was ich machen kann. Einfach drauf springen und fertig. Nein, ach verdammt. Aber die Leute dann immer stehen zwischendurch. Das ist das Gute. Dann muss ich mich nur ein bisschen gedulden. Ich bin immer nur ein bisschen zu übereifrig. Ey, schon wieder. Das gibt's doch nicht. Okay, jetzt weiß ich auch, warum es heißt, die bösen Borpedos und nicht der böse Stelzbuttler. Weil Stelzbuttler, der kann mir gar nichts gerade.
Erster Treffer. Jetzt wieder zurück. Muss er hier stehen, ne? Ne, okay. Na doch. Nimm Bob Pedro was zurück. Oh, Treffer. Zack. Alter, da kommen echt drei raus. Fuck, der ist noch unterwegs hier, der eine. Okay, kaputt gemacht, sehr gut. Ist der blöd? So, und weg. Alter, geht doch. Ein bisschen Konzentration geht alles. So, hier kann man auch nicht mehr sterben, denke ich. Also wenn da jetzt noch was käme, irgendwie aus dem Himmel, würde mich doch sehr wundern. Oh, yeah. Galaxie komplett. Der nächste Komet in der Puzzleplankengalaxie. Mache ich jetzt noch auf jeden Fall. Kommt. Die Schabala-Kometen, die sind schon tückisch manchmal. Ich glaube, hier kommt wieder was mit Schatten Mario. Würde auf jeden Fall richtig gut passen. Das Schattenverlies der lila Münzen, ich sag's doch. Ich sag's noch. Ich dachte, das war sogar noch ein richtig asozialer Schabana-Komet. Oh nee. Ich glaube wirklich, dass der kacke war. Weil man, ich glaube, man muss sich da nur ein bisschen clever anstellen, geht's eigentlich, aber. Obwohl, ach, fuck, auch noch Zeitdruck dabei. Das ist alles, was ich gesagt habe. Alter, wie viel kommen denn da? Egal. Alter, wie viele kommen? So, geschafft. Oh Gott, wie viele rumlaufen. Also der war, den mochte ich damals auf jeden Fall nicht, der ging eigentlich. Immerhin haben sie sich besser gemacht im zweiten Teil, dass das Zeitlimit auch aufhört zu laufen, wenn man es eigentlich geschafft hat. Das war ja im ersten Teil echt eine Katastrophe. Dann ist jetzt im Let's Play, in meinem Let's Play nicht passiert, dass ich da irgendwie abgekackt bin. Deswegen. Also wenn ich Zeitlimit, wenn es zu kurz war, dann habe ich auch wirklich verkackt. Aber so habe ich ja nie, weil ich den Stern da nicht gekriegt habe, wo ich fertig war. Das ist ja nie passiert. So, da ist ein Schabernack-Komet aufgetaucht. Den holen wir uns aber erst beim nächsten Mal. Spiel ist hier wieder gespeichert und ich verabschiede mich an der Stelle. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Zeigt es mir einfach mit einem Like. Abonniert meinen Kanal kostenlos. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, euer Basukasu.